Whisky im Weltall, ja, das ist wirklich passiert und die Details sind noch verrückter. Aber wusstest du, dass es Whisky schon seit über 1000 Jahren gibt? Der Beweis für Whisky stammt aus dem Jahr 1494 in Irland. Nicht in Schottland, wie alle denken, die Schotten haben erst später Whisky produziert. Und hier noch ein interessanter Fakt, um als Whisky zu gelten, muss der Alkohol mindestens 3 Jahre in einem Holzfass reifen. Davor ist einfach nur eine Spirituose oder ein Brand, genannt New Make oder New Spirit. Aber jetzt wird es richtig interessant. Es gibt Whisky, der in der Arktis gefunden wurde, nämlich auf einer Expedition im Südpol. Die Flaschen wurden nach 100 Jahren im Eis wiedergefunden. Ich würde da gerne mal probieren. Was ist der Unterschied zwischen Whisky und Whisky? Kommt drauf an, wo der Whisky herkommt. Whisky aus Schottland, Kanada und dem Rest der Welt schreibt man ohne E. Whisky aus Irland und Amerika schreibt man mit E, also Whisky. Aber am wichtigsten ist doch, dass es schmeckt, oder? Und Single Malt klingt kompliziert, aber es bedeutet einfach nur, dass der Whisky aus einer einzigen Brennerei kommt und nur aus gemälzter Gerste hergestellt wird. Wusstest du außerdem, dass Japan Whisky erst vor knapp 100 Jahren entdeckt hat, als der Japaner Masataka Takensuru das Handwerk direkt in Schottland erlernt hat. Heute gehört Japan zu den führendsten Whiskyherstellern der Welt. Hier ist noch ein kleiner Fun-Fact. Die Fässer, in denen Whisky reift, sind oft recycelt. Die Fässer kommen von alten Bourbon- oder Sherry-Abfüllungen, die dann wieder neu zusammengesetzt wurden. Man kann also sagen, Whisky ist Upcycling im Glas. Und noch was. Whisky wurde früher tatsächlich als Medizin verkauft. Es gab Zeiten, da wurde Whisky bei Erkältungen und sogar bei Grippe verschrieben. Das ist heute nicht mehr so zulässig. Aber ein Hot Toddy ist ein Getränk mit Whisky, von dem man sagt, dass man es bei Erkältungen trinken soll. Also nicht ganz so falsch, oder? Und hast du schon mal von Peated Whisky gehört? Der kriegt seinen rauchigen Geschmack vom Torf, das verbrannt wird, um die Gerste zu trocknen. Klingt irgendwie verrückt, oder? Aber der Geschmack ist richtig intensiv und ziemlich einzigartig. Wusstest du, dass Bourbon seinen Namen von Bourbon County in Kentucky hat? Seit 1964 ist Bourbon gesetzlich geschützt und muss mindestens 51% Malz enthalten, in neuen Eichenfässern gereift und in den USA produziert worden. Kein anderer Whisky darf also diesen Namen tragen. Ein bisschen nerdig, aber Whisky atmet wirklich. Beim Lagern in den Fässern verliert das Fass nämlich Inhalt über die Holzporen und diesen Teil, der verdunstet, den nennt man Angel's Share. Aber keine Sorge, es bleibt genug für uns übrig. Ach, und wusstest du, dass es Whisky-Auktionen gibt, bei denen einzelne Flaschen für Millionen versteigert wurden? Der teuerste Whisky, der je verkauft wurde, ist ein Macallan aus dem Jahr 1926 und das für fast 2 Millionen Dollar. Zum Schluss noch ein richtig wilder Fakt. In Schottland gibt es mehr Whiskyfässer als Menschen. Also ich würde sagen, das ist ein richtig gutes Verhältnis. Jetzt nochmal zur Weltall-Whisky-Story. 2011 hat die schottische Brennerei Ardbeg Whiskyproben ins All geschickt, um zu erforschen, wie die Schwerelosigkeit den Reifeprozess beeinflusst. Die Ergebnisse, ein veränderter Geschmack und Aromen, die es nur so im All gibt. So sagt man jedenfalls.